Das Elbland-Klinikum Meißen hat bei der Versorgung älterer Patienten einen weiteren Schritt gemacht. Hier werden Kompetenzen gebündelt und in der geriatrischen Behandlung zusammengeführt. Wir haben uns letztes Jahr überlegt, dass wir die Patienten, die jetzt hier im Krankenhaus auf verschiedenen Stationen liegen, die geriatrischen Behandlungsbedarf haben, dass wir die bündeln wollen auf einer Station. Und da haben wir im Oktober letzten Jahres hier die Struktur einer geriatrischen Station geschaffen, wo orthopädische, internistische und neurologische Patienten in einer Station liegen, um diese Patienten zu bündeln und ihre speziellen Behandlungen zuzuführen. Wichtig ist, dass man in der geriatrischen Abteilung halt sowohl spezialisierte Ärzte hat, aber was auch sehr wichtig ist, dass man auch spezialisiertes Pflegepersonal hat und auch die entsprechenden Therapeuten, weil das ein ziemlicher Teamansatz ist und man nicht einfach nur einen Geriater braucht als Arzt, sondern man muss mit allen Professionen zusammenarbeiten, um dort vorwärts zu kommen und Erfolge zu erreichen für die alten Patienten. Die Versorgung der Patienten ist also gerade hier sehr komplex. Oberarzt Michael Ehnelt über die Patienten, die meist über 70 Jahre alt sind. Okay, also die Voraussetzung ist erstmal, dass ein Akutereignis eingetreten ist, was zur Verschlechterung der gesundheitlichen Situation eines Patienten führt, was die Mobilität einschränkt. Geriatrische Patienten sind in der Regel über 70 Jahre alt, bringen natürlich eine entsprechende Anamnese, eine Vorerkrankung mit, haben einige Erkrankungen angesammelt im Laufe ihres Lebens. Das muss mit beachtet werden. Und es muss also eine akute Verschlechterung der Lebenssituation eingetreten sein. Das heißt, der Patient ist nicht mehr so wie bisher in der Wohnsituation zu halten und bedarf einer Krankenhausbehandlung. Für die Behandlung in Meißen steht ein umfangreiches Netzwerk vieler Spezialisten bereit. Oberarzt Michael Gatsche weiß genau, worauf es ankommt. Wichtig ist, dass man halt verschiedene Professionen im Alltag auch zusammenbringt, so dass ich da mit meinem Kollegen von der Inneren Medizin sehr eng zusammenarbeite, mit dem Dr. Ehnelt. Und dadurch kommt es halt dazu, dass die Kenntnisse in den verschiedenen Fachdisziplinen gut zusammengebündelt werden können, um dem Patienten irgendwie eine bessere Behandlung zukommen zu lassen. Die therapeutischen Anteile gehen weit über die eigentliche medizinische Behandlung hinaus und sind damit wesentlicher Teil des Gesamtprozesses. Die Möglichkeiten im Elbland-Klinikum Meißen sind darauf abgestellt. Wichtig ist immer die Zusammenarbeit aller. Wir sind ein interdisziplinäres Therapeutenteam, bestehend aus Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, die ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Nach der Befundaufnahme vom Patienten wird ein individuelles Behandlungsprogramm festgelegt. Dort, wo wir im Prinzip schon sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Vor allen Dingen die Physiotherapie in Kotherapie mit der Ergotherapie. Wir haben verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Letztendlich steht der Patient im Vordergrund, die Erhaltung des größtmöglichen Selbstständigkeit. Das ist so ein ganz, ganz entscheidender Therapiepunkt. Dort haben wir auch Alltagssituationen, die wir schulen. Über die Ergotherapie war schon Anziehtraining zum Beispiel. Die Mobilisation auf den Stationsgang, Transfertraining aus dem Bett heraus schon. Aber auch eine Therapieküche oder, wenn die Patienten so gut halt auch sind, ein Bewegungsbad. Die neue geriatrische Versorgung im Elbland-Klinikum Meißen dient vor allem den Patienten vor Ort, aber auch allen Standorten der Elbland-Kliniken und damit vielen älteren Menschen in der ganzen Region.